Die drei schlimmsten Fehler, die ich immer noch von Frauen beim Abnehmen sehe, tagtäglich. Frauen, die zu mir ins Coaching kommen, ich selber, wie ich diese Fehler früher gemacht habe, Frauen, mit denen ich schreibe bei Instagram, bei TikTok, bei YouTube. Ihr alle macht noch diese Fehler und ich möchte, dass wir alle heute damit aufhören. Du solltest dir dieses Video angucken, wenn du merkst, okay, ich will Fett verlieren, ich will abnehmen, aber so richtig die Erfolge, die ich mir wünsche, habe ich nicht. So richtig dieses, boah, ich fühle mich voll wohl und ich verliere Fett und genau so stelle ich mir das vor und richtig, richtig geil. Wenn das nicht so ist, dann könnte es sehr gut sein, dass einer dieser drei Fehler, die ich gleich aufzähle, auf dich zutrifft. Wenn du dir dieses Video anschaust und dir darüber klar wirst, was die Fehler sind und sie dann nicht mehr machst, dann kannst du alleine dadurch schon in den nächsten paar Wochen ein bisschen Fett verlieren, ein paar Kilos abnehmen und ein paar Zentimeter verlieren. Alleine dadurch, dass du dir jetzt dieses Video anguckst, verspreche ich dir. Und schreib mir mal gerne in die Kommentare, ob du dich ertappt fühlst und ob einer dieser drei Dinge auf dich zutrifft. Punkt Nummer 1. Du konzentrierst dich auf was ganz Banales, auf eine Kleinigkeit, auf was Unwichtiges. So, ich sehe das immer noch bei so vielen Frauen, mit denen ich mich unterhalte, und ich war früher genauso eine von denen, dass häufig gesagt wird, okay, ich nehme ab, wenn ich gesund koche. Ich nehme ab, wenn ich frische Lebensmittel kaufe. Ich nehme ab, wenn ich Gemüse kaufe. Ich sollte nicht den weißen Reis essen, sondern den braunen Reis. Ich sollte nicht die weißen Nudeln essen, sondern die Vollkornnudeln essen. Ich sollte vielleicht nicht die Tomatensauce von Maggi kaufen, sondern irgendwie die passierten Tomaten oder so. Nicht dieses Lebensmittel, sondern jenes Lebensmittel. Nicht Vollkornbrot, sondern nicht weißen Toast, sondern Vollkornbrot. Das sind alles so Mini-Scheiß-Kleinigkeiten, die überhaupt nicht darüber bestimmen, ob du Fett verlierst oder nicht. Die sind zwar irgendwie nice to have und es ist safe auch gesünder, ein Vollkornbrot zu essen als einen weißen Toast, auf jeden Fall. Dass du frisch kochst, ist auch total schön und auch super für die Deckung deiner Mikronährstoffe, aber das ist nicht entscheidend darüber, ob du Fett verlierst oder nicht. Häufig wird sich so auf so Mini, auf so Kleinigkeiten fokussiert, oder auch ein super Beispiel ist Proteine zählen. Oder Schritte zählen oder so. Ja, diese Dinge sind alle wichtig. Ich sage nicht, dass die scheißegal sind. Aber wenn du dich einzig und allein darauf konzentrierst, auf eine Sache, auf so eine Kleinigkeit und das große Ganze aus den Augen verlierst, dann ist es klar, dass du nicht abnimmst, dass du kein Fett verlierst oder Muskulatur aufbaust. Ganz egal, in welche Richtung das geht, ob du abnehmen willst oder Fett verlieren willst. Wenn du immer nur, wenn du so einen Blick hast auf die Dinge, dann kannst du das große Ganze gar nicht sehen. Und dann siehst du immer nur deine blöde Proteinzufuhr oder deine Schritte oder den weißen Reis oder so. Klar, dass das nicht klappt. Fehler Nummer 2. Der schlimmsten Fehler aller Zeiten von Frauen, die immer noch gemacht werden bis heute, ist Schwarz-Weiß-Denken. Und auch hier, ich war ein großer Kandidat, der das auch gemacht hat. Wenn du jemand bist, und das äußert sich übrigens so, wenn du jemand bist, der sagt, jetzt ziehe ich wieder richtig durch. Das ist übrigens so ein Satz, der typisch von Frauen ist, die ein Schwarz-Weiß-Denken haben. Oder auch, boah, da bin ich richtig eskaliert. Auch so ein Satz, der typisch dafür ist. Wenn du so einen Mindset hast von, oh, das ist jetzt gar nicht gut gelaufen, da habe ich mich nicht gut ernährt. Das war nicht gut, das war scheiße. Aber jetzt ziehe ich wieder durch. Immer so einen... Wenn du dir quasi deine Woche, deinen Monat, dein Jahr anguckst, könnte man das unterteilen in da lief's gut, da lief's schlecht, da lief's gut, da lief's schlecht. Schwarz-Weiß einfach, schwarz-weiß. Bei dir gibt es keine Grautöne, bei dir gibt es nur schwarz-weiß. Bei dir gibt es gute Lebensmittel, schlechte Lebensmittel. Gute Tage, schlechte Tage. Bei dir gibt es einen guten Vormittag, einen guten Mittag und der Abend wird dann schlecht. Der Abend wird dann richtig scheiße, weil da sitze ich auf dem Sofa und dann esse ich, ich habe mir zwar vorgenommen, höchstens einen Kinderriegel, aber dann werden es doch zwei oder drei oder vier. Dieses Schwarz-Weiß-Denken ist etwas, was ich bei so, so vielen Frauen sehe, und wenn du das hast, ist es ja kein Wunder, dass du unzufrieden bist, dass du frustriert bist, dass du denkst, ich gehe immer wieder zwei Schritte vor und drei wieder zurück. Dann wieder drei vor und dann vier zurück. Es ist ja klar, dass sich das so anfühlt. Ich war auch da, und das ist, glaube ich, einer der frustrierendsten Zustände überhaupt, weil du ja das Gefühl hast, du machst etwas. Du sitzt ja nicht einfach faul rum auf der Couch und denkst, oh, ist ja klar, warum ich nicht abnehme, weil ich einfach nichts tue, aber du tust ja was. Du hast das Gefühl, was zu tun, aber dann dich immer wieder selbst zu sabotieren. So, warum ist das so? Weil du nicht hieran und nicht hieran arbeitest. Ist doch ganz klar. Ein Essverhalten, Verbote, alles oder nichts denken, schwarz-weiß denken, ist nicht zu lösen mit bestimmten
Essensregeln oder bestimmten Lebensmitteln oder bestimmten Intervallfasten oder Proteinfasten oder so. Natürlich spielt es auch eine Rolle, was dein Körper zu essen bekommt, klar, aber das meiste spielt sich hier drin ab oder hier im Herzen tatsächlich ab. Und wenn du nicht an deinem Inneren mitarbeitest und mal da hinschaust und das alles kombinierst, dann wird das nichts. Sobald du das nicht machst, wirst du immer wieder in diesem Cycle sein. Der allererste Schritt dahin ist übrigens, das einzusehen. Und bei diesen Dingen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, wenn du merkst, oh, das bin ich, das ist der erste Schritt. So ist es auch bei mir angefangen. Als ich damals gesagt habe, boah, krass, ich habe hier ein Problem. Ich bin immer wieder in dem, ich verzichte. Ich muss das ausgleichen mit mehr Training. Ich muss nur eine Runde spazieren gehen. Und dann esse ich wieder zu viel. Und dann dieser Cycle, wenn du einsiehst, dass du damit ein Problem hast, das ist der erste Schritt. Und von da an geht es weiter. Und wenn du da Hilfe brauchst, ich helfe dir gerne. Ansonsten... ja, das ist Fehler Nummer 2. Und Fehler Nummer 3, der allerschlimmsten Fehler, die ich immer noch bei Frauen sehe, und das sind, glaube ich, explizit Frauen. Ob das bei Männern auch so ist, weiß ich gar nicht. Aber TikTok-Videos als Anleitung nutzen. Sei es jetzt bei der Ernährung, sei es jetzt beim Training, sei es jetzt, wie man was machen soll, wie oft. Also Leute, die da gar nicht so drin sind, können das nicht nachvollziehen, weil da häufig gesagt wird, naja, aber es ist doch schön, dass es so viele Informationen im Internet gibt. Ist es auch, wenn du sie filtern kannst, wenn du weißt, was ist denn jetzt hier Bullshit und was nicht. Wenn du das aber nicht weißt, weil du es vielleicht nicht studiert hast, weil du keine Ernährungsberaterstudium gemacht hast, wenn du keine Fitnesstrainerlizenz gemacht hast oder so, weil das können wir auch nicht alle machen, haben auch alle keine Energie und Zeit und Bock dazu, dann weißt du ja gar nicht, was ist richtig und was nicht. Und dann weißt du auch gar nicht, was funktioniert für mich und meinen Körper. Ich zum Beispiel, ich habe 4 Jahre dual studiert, Fitnessökonomie, und trotzdem wusste ich es manchmal nicht, weil du musst auch manche Dinge für dich ausprobieren. Ich habe das 5, 6, 7, 8 Jahre lang ausprobiert, um es letztendlich zu wissen. Aber will jeder 4 Jahre studieren, es dann noch 5 Jahre ausprobieren? Hat da jeder Bock und Zeit zu? Nein, auf jeden Fall nicht. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, es ist doch klar, wenn du auf TikTok gehst und all diese ganzen Informationen siehst, dass du dann gar nicht so richtig sagen kannst, was ist denn jetzt hier richtig für mich? Der eine sagt, ich soll Kohlenhydrate essen. Der nächste sagt, ich soll keine Kohlenhydrate essen. Der eine sagt, es kommt nur aufs Kaloriendefizit an. Der nächste sagt, das stimmt nicht. Ich zum Beispiel. Der wiederum nächste sagt, okay, wenn du 30 Minuten Cardio nach deinem Krafttraining integrierst, dann kriegst du so eine tolle, schmale Taille. Der wiederum nächste sagt, das stimmt nicht. So wie ich. Also was ist also richtig? Und ich kann dir einen Tipp geben. Konzentriere dich auf dich. Hör auf dein Bauchgefühl und hör darauf, wohin tendiere ich denn, was sagt mein Gefühl. Und wenn du das irgendwann nicht mehr kannst, weil du das Gefühl zu deinem Gefühl verloren hast, dann hol dir Hilfe. Das ist auch das, was ich gemacht habe. Du brauchst nicht 4, 5, 6, 7 Jahre da einfach im Dunkel tappen, du kannst dir Hilfe holen. Und das muss ja nicht jetzt direkt zum Beispiel ein Coach sein wie ich, wobei das immer die schnellere, geilere, bessere Möglichkeit ist. Aber es kann ja auch sein, Podcast hören, das kann ja auch sein, mal journalen, aufschreiben, Buch lesen, so, jemanden fragen und so. Mach das nicht immer nur mit dir und deinen Gedanken aus. Ist das jetzt richtig oder dies? Soll ich das essen oder dies? War das zu viel? War das zu wenig? Darf ich jetzt diesen Kinderriegel essen oder nicht? Du kommst hier nicht weiter. Ja, das waren die 3 allerschlimmsten Abnehmfehler aller Zeiten. Und die werden sich auch noch wiederholen und wiederholen und wiederholen und wiederholen, weil ich glaube, Social Media wird jetzt nicht unbedingt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weniger. Es wird nur noch mehr. Es wird nur noch mehr Leute geben, die Informationen raushauen und sich Coaches nennen und sich was weiß ich nennen. Und naja, aber ich bin dafür da, um es dir zu sagen, um dich darauf zu stoßen. Wenn du jetzt gemerkt hast, okay, das trifft auf mich zu, lass es mich mal gerne wissen in den Kommentaren. Und genau, fang an, daran zu arbeiten, weil Erkenntnis ist immer der erste Schritt zur Besserung. Wenn du dabei Hilfe benötigst, das ist das, was ich den ganzen Tag mache, an mir selber, hast du schon gehört, jahrelang getestet und erprobt habe und jeden Tag bei den Mädels ein Coaching mache. Wenn du also sagst, okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr, Zeit zu verschwenden, noch ein Jahr und noch ein Jahr und noch ein Jahr, sondern ich will das jetzt einfach mal in 2, 3, 4, 5 Monaten geklärt haben, hier dieses Thema, und endlich mich wohlfühlen, Fett verlieren und mich im Bikini an den Strand legen können und sagen können, okay, here I am und Selbstbewusstsein und ich esse, was ich esse und ich bin mir sicher dabei und lasse mich nicht mehr verunsichern, dann ist das zum Beispiel etwas, was wir im Coaching jeden Tag machen und geile Ergebnisse liefern. Wenn das für dich interessant ist, schau mal in die Beschreibung des Videos und ansonsten freue ich mich auf dein Feedback und bis zum nächsten Mal.